Hallo ihr da draußen und schon melde ich mich mal als Vlog zurück. Als Vlog zurück klingt total dämlich. Ich habe jedenfalls immer noch kein Stativ für diese Kamera besorgt, deshalb ist es hier so unglaublich nah. Aber ist endlich bestellt, ich habe es vorhin gemacht, kommt auch heute Abend an. Genau, also ihr begleitet mich jetzt heute mal hier bei meinen Mahlzeiten, bei meiner Vorbereitung der Mahlzeiten, beziehungsweise zeige ich euch einfach, was ich esse. Vorbereitung läuft ansonsten ganz gut, das gebe ich jetzt gleich mal hier als Statement ab. Aber es kommen dazu dann nochmal Details, ich zeige euch quasi auch mal meine Gewichtstabelle und die Tabelle der Umfänge. Ja, jedenfalls, ich erwarte, wie ihr erkennen könnt, was heißt, wie ihr erkennen könnt, ich erwarte gleich den Diego und wir gehen gemeinsam eine Runde joggen. Und ich habe jetzt daher schon was vorbereitet, seht ihr da hinten, zeige ich euch jetzt gleich, quasi während wir joggen sind, wird dieses schnelle Teil in den Ofen wandern und wenn wir zurück sind, mache ich es dann aus und somit ist es fertig. Was tue ich jetzt? Habe ich heute schon was gegessen? Also wir haben es jetzt 8:10 Uhr, also Diegos Herrschen ist unpünktlich. Und ich habe noch nichts gegessen, das heißt, es gab nur eine Tasse Tee und Kaffee und Wasser. Also das ist meine Routine, ich trinke am Morgen immer eine, vielleicht auch anderthalb Tassen Kaffee. Trinke immer eine Tasse Tee, ist aber mittlerweile kein grüner Tee mehr etc., worauf ich halt Lust habe. Aber eben ein Glas Wasser ist immer Muss. Seht ihr da unten. Genau, also es gibt jetzt nichts zu essen, es gibt quasi dann danach zu essen. Und ich zeige euch jetzt, was ich vorbereitet habe. Mit. Und zwar ist das hier mein Protein-Frühstückskuchen. Ich fasse euch kurz die Zutaten zusammen. Hier drin sind also 500 Gramm Magerquark, 100 Gramm Haferflocken, 2 Bananen, 9 Eiklar, also Eiweiß, 40 Gramm Proteinpulver Vanille. Dann seht ihr hier noch, das sind keine Schokostreusel, das ist aus der Vanillemühle, Vanille und Zimt und eine Prise Salz. Ist für mich jetzt so die leckerste und ja, also wirklich, das ist eigentlich so die leckerste Mischung, die ich habe. Ihr findet das Rezept ja auch noch auf meinem Channel. Das mixe ich jetzt alles zusammen, das kommt in diese Silikonform, dann Erdbeeren drauf und es gibt ein wahnsinnig gutes Aroma und einen leckeren Geruch in der Küche. Ja, Mann, rede ich schnell. Der Top 4, dieses Lebewesen wird es wahrscheinlich nicht schaffen, also Tipps gern an mich. Zum Thema Eiklar, ich habe früher immer aus dem Tetrapack Eiweiß genommen, mittlerweile bin ich wieder dazu übergegangen, Eier zu trennen und ich kaufe auch immer eigentlich die teuren Bio-Eier. Mittlerweile, es ist mir schon wichtig. Hier seht ihr noch die Eigelb, die ich dann wieder für die Carbonara verwenden kann. Ja. Bitte vergesst das Backpulver nicht. Also ein Päckchen Backpulver muss noch mit rein. Sorry. Und das ist er jetzt hier, so. Nicht der fertige Kuchen. Da ist übrigens Diego, ist mittlerweile angekommen. Der wandert jetzt für 35 bis 45 Minuten in den Ofen. Bei 170 Grad Umluft. Also 170 Grad Umluft, 35 Minuten bin ich jetzt wahrscheinlich unterwegs, 40. Aber der bleibt 45 drin. So, Diego, willst du nochmal Hallo sagen? Diego, komm her. Komm her. Ui, ui, ui. So, Diego frisst nämlich nur auf Kommando und zwar... Okay. Okay, Diego. Also, wir sind zurück. Wir sind sogar schon eine ganze Weile zurück. Die normale Runde von 35 Minuten, die ich mir hart erkämpft habe, wurden jetzt wieder 45 Minuten, weil Diego einfach frech war. Egal. Jedenfalls gibt es jetzt Frühstück. Der Kuchen ist nochmal durchgezogen. Ich habe den ja vorhin extra nach einer Dreiviertelstunde ausgemacht. Jetzt ist er noch eine ganze Weile im Ofen geblieben. So sieht er aus. Das ist er jetzt also hier, mein Protein-Eiweißkuchen. Oh Mann, und das riecht wirklich total lecker. Ich esse davon jetzt, also vielleicht so 2 Stück, mal gucken, ich zeige es euch gleich, ja. Und dann werde ich natürlich eine Runde ins Krafttraining gehen. Ich bin, wie gesagt, jetzt nicht so cool wie vielleicht viele andere und filme mich selbst im Training. Deshalb wird das wahrscheinlich jetzt heute hier nichts in diesem Vlog, aber ich arbeite dran. Ich habe ja jetzt das tolle Stativ bestellt. Kleines Update für euch. Das ist hier mein Bauch, schwierig, das so zu filmen. Na gut, genau, also die kurze Info an euch. Mein Bauch ist immer zuerst fertig in einer Diät oder in einer Vorbereitung. Das heißt, der sieht jetzt verhältnismäßig gut aus. Meine Beine brauchen da, Beine und Po brauchen da wirklich viel, viel länger. Das ist halt einfach genetisch bedingt bei mir. Beine waren schon immer meine Schwachstelle. Also nicht Schwachstelle im Sinne, dass ich halt total unglücklich bin, aber eben die Stelle, die am langsamsten ihr Fett hergibt. Genau. Der einzige Grund, warum Diego jetzt so wie tot in der Küche lag, ist tatsächlich der Kuchen. Das ist er jetzt hier. Also diese 2 Stücken werde ich jetzt essen. Vielleicht auch 3. Kann man sich ja ganz locker leisten. Ich bin vom Training wieder zurück. Ich hatte heute einen Oberkörpertrainingstag. Das heißt, Rücken, Schultern und Bizeps.
Lief natürlich wie geschmiert. Ich habe ja immerhin frei gehabt, habe gut geschlafen. Direkt nach dem Training gab es für mich einen Whey Shake, das heißt 20 Gramm Donut Whey mit Wasser. Und jetzt gibt's Mittagessen. Ich bin also quasi noch nicht geduscht, habe sofort den Herd angeschmissen. Und das wäre es hier, also mein heutiges Mittagessen samt Tasse Schokotee und einer Tasse Kaffee. Das ist also mein Thai Curry, wozu ich wirklich nochmal ein Video drehen muss. Es gibt nur so eine 1.0 Version ganz am Anfang von meinem Kanal. Hier drin sind 100 Gramm Hühnchenfleisch, es sind 200 Gramm Kartoffeln drin mit Schale, 100 Gramm Champignons, Brokkoli und zwar 200 Gramm frischer und Kokosmilch und Kokosmilch und noch 4%ige Kondensmilch. Und weil ich es so gerne mag und ich immer nach meinem Mittagessen was Süßes brauche, gibt es jetzt 30 Gramm Sultaninen, also Rosinen und 20 Gramm ungesalzene Erdnüsse. Eine Tasse Kaffee steht hier. Ja, ich könnte auch einen Milchgeist essen. Wir haben auch welche da. Aber die mit dem roten Überzug sind alle. Also esse ich keinen. Oh mein Gott, was habe ich für einen tollen Zopf. Genau, und so beende ich das heutige Full Day of Eating, / in der Vorbereitung, indem ich euch jetzt noch mein Abendessen zeige, was ich soeben gezaubert habe. Vor dem Abendessen gab es quasi nach der Runde mit Diego noch zwei Stück meines leckeren Proteinkuchens. Also der ist jetzt fast alle, aber für morgen reicht es noch für ein Frühstück. Diegos Herrchen hatte auch noch zwei Stück, deshalb ist er jetzt fast alle. Jedenfalls gab es dann noch 25 Gramm Sultaninen und 25 Gramm ungesalzene Erdnüsse und drei Milchgeister. Okay, es waren zwar keine roten, aber dann waren es halt eben drei andere. Und ein Stück 81%ige dunkle Schokolade aus dem Lidl, die mag ich sehr gern. Neben Lindt-Hohlkörpern, aber die hat mein Freund leider versteckt. So, und schon kommen wir zum Abendessen. Unglaublich wunderschön und perfekt. Das ist es hier, mein Abendessen. Und zwar 150 Gramm Hähnchenfleisch, natürlich mit Salz, Gewürz. 100 Gramm selbstgemachte Guacamole, also mit Zwiebeln, Avocado und Salz. Und ein wunderschönes Spiegelei. Ja.